So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Knock Twice. Ich habe neu geladen, die Axt lag wieder auf dem Bett. Ich bin schon mal hier runtergerannt zum. Naja, ich schätze und hoffe jetzt einfach mal, das ist der Keller. Weil, naja, eine andere Möglichkeit. Ja, alles klar, eine andere Möglichkeit haben wir nicht mehr. Es ist aber nett, dass Baba Yaga hier die Kerzen angezündet hat. Wirklich. Gefällt mir. So, was haben wir hier? Ich komme mit diesen Bezeichnungen da unten einfach nicht klar. Von Generation zu Generation wurde diese Geschichte Kindern erzählt, die sich in den Wäldern zu weit von ihren Müttern entfernten. Die Erzählung besagen, dass solche Kinder sich verlaufen würden, bis sie auf ein Haus trafen, dessen Tür von einer gehörnten Ziege bewacht wird. Die Ziege führt das Kind hinein und das Kind wird nie wiedergesehen. Eine alte Frau wandert durch den Wald und deutet Kindern den Weg zu dem Haus. Die Geschichten unterscheiden sich häufig in der Erzählung, jedoch wird die Ziege in allen erwähnt. Okay. Heißt, Baba Yaga ist eine Ziege. Ah. Okay. Ja, cool. Erstmal alles hier abreißen. Kann man die Pfosten auch. Die kann man natürlich nicht wegmachen. So. So. Ach nö. Da. Und da. Na, damit uns hier ja nichts im Weg steht. Was haben wir? Eine Pfanne. So. Das wird natürlich runtergefahren und dann können wir darüber. Ach, guck mal, hier kann man. Hä? Okay. Was ist das? Das ist nur der Pfosten, okay. So. Huch. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich die Kurbel hier brauche, muss ich mich verstecken? Na, ich glaube eher weniger. Gut. Was ist denn das? Einfach nur eine Wurzel oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel mag. Okay. Vorderseite. Chloe spielt mit meinem Diadem. Okay. Rückseite. Fühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Also ich merke schon, wir gehen sehr. Fühle die Steine auf. Hier hat sich doch. Verstehe ich nicht. Bin ich dumm? Oder gibt es hier irgendwo irgendwas Steiniges?
Es tut mir leid, wenn ich jetzt wieder irgendeine Scheiße mache, weil ich zu dumm bin. Aber mir fällt gerade echt nichts anderes ein. Gut. Nehmen wir den. Den. Oder den. Oder den. Vielleicht sogar diesen. Und diesen. Den auch. Und den. Und den. Und vielleicht auch noch den. Und den, der da so drin hängt. Hier siehst du, und jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Das mal nicht ein Diadem ist. Du hast sie alle schon. Du musst gehen. Jetzt. Ich glaube, es will dich holen. Ja, nee, das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, Alter. Das habe ich jetzt wieder übersehen. Zum Glück. Wer macht denn eine Kellertür nach... Obwohl, ja doch, könnte hinhauen. Okay. Ich hasse dieses Haus. So, der Spiegel. Jetzt haben wir alle. Alles zum Beschwören. Heißt, das Spiel ist gleich vorbei. Hoffe ich. Ich glaube es. Ich glaube, ich hoffe. Gott. Okay. In nächster Zeit kommen eventuell auch mehrere Horrorspiele. Und es wird sehr schrecklich. Für mich. Und zwangsweise dann auch für euch. Okay, der Tisch brennt. Hier schwebt jetzt alles. Ich würde gerne nicht abfackeln. Danke. Denn, Alter. Ja klar, die Haustür. Alles klar, direkt zweimal geklopft. Und warum? Weil ich irgendwie ein bisschen dumm bin. Meine Axt ist weg. Okay, wieder zurück. Kann ich nicht. Gut.
Wie gesagt, meine Axt ist weg. Gut, die brauchen wir jetzt vielleicht sowieso nicht. Erstmal. Uns hier erstmal wieder ein Run. Okay. Hä? Ach, scheiße. Ja, das klappt ja. Gott, was ist das für ein Geräusch? Kinder, ne? Sind das alle Kinder, die sie, ich sag mal, gesammelt hat, gejagt hat, gefangen genommen hat und, naja, was hat sie damit gemacht? Hat sie sie gegessen? Oh, Schall, oh fuck, was ist jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, scheiße. Oh Gott. Ja, Witzbold, wo muss ich hin? Moment. Da stand doch gerade noch Chloe. Muss ich. Also man merkt definitiv, dass das hier Virtual Reality. Virtual Reality ausgelöst. Ausgelegt ist. Was zur Hölle? Was war das? Du bist mein. Was? Okay, komisches Ende. Hätten wir vielleicht gar nichts machen müssen? Weil es nicht die Hexe war, sondern unsere Tochter? Okay. Naja, ey, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Also, am Ende waren jetzt ein paar Schocker, also ein paar Jumpscares. Am Anfang war eigentlich eine relativ stabile Atmosphäre, aber ich habe jetzt damals 20 Euro dafür hingelegt und 20 Euro sind auf jeden Fall mächtig zu viel.
dafür. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, ob er sich das Spiel holen würde. Ich würde es mir für den Preis nicht normal holen. Aber naja. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Macht's gut, ciao.